gucken wir gleich mal nach. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo das Puzzleteil war. Ich glaube, das Puzzleteil war da oben. Okay, ihr verzeiht mir hoffentlich für meine, ja, Nichtwissenheit. Wo ist denn hier dieser Verdammte? Ach, da oben. Stimmt ja. Ach, ist das peinlich. Schon am Beginn geht alles schief. Aber hey, ist normal. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Ja. Man müsste sie nicht Contilla die Hexe nennen, sondern Contilla die Weiße. Weil ihre Sprüche, na gut, sind nicht weise, die sind erbärmlich. Ja. Und es passt perfekt. Bumbus Mountain. Und los geht's in die erste Welt. Mambas Mountain. Und da legen wir gleich richtig los. Während wir hier loslegen. Kann ich das eigentlich auch? Huch. Nein, auch nicht. Das sind Musiknoten, die wir jetzt auch brauchen. Das ist Jinzo. Die sind am Ende sehr wichtig. Diese Jinzos. Und was die Noten anbelangen, für was waren die gleich nochmal? Ich glaube, um irgendetwas zu kaufen, der was dir dann hilft. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was es ist. Und das, ja, in jeder Welt sind 10 von den Puzzleteilen versteckt. Einige kann man nicht beim ersten Durchlauf finden. Deswegen sammeln wir einfach so viel wir können. Verständlich, okay. Das ist nicht klar. Chimp ist hungrig.
Ich bin nicht fett. Und jump. Die können wir jetzt natürlich nicht. Oh, die können doch nehmen. Oh ja, das ist ein bisschen scheiße jetzt. Und tot. Oder zumindest Wehwehchen. Und das war schon der dritte. Also es geht vorwärts. So, hier komme ich aber hoch. Oh, nein! Weil es so lustig war, gleich nochmal hoch. Und hoppla. Gut. Und versuchen wir es nochmal. Und eins. Und zwei. Und drei. Und drei. Und hier kann ich noch nichts machen, weil ich noch nicht kann die Stampfer, danke. Zack. Und. Meins, meins. Endlich meins. So. Ein bisschen drehen. Jetzt gehen wir da hoch. Gibt's da noch was? Nein. Gehen wir da hoch. Das waren gerade Mumbo-Schädel. Mumbo-Schädel werden später verwendet, um diesen Mumbo, den was ihr ja ganz am Anfang gesehen habt, zu bezahlen, damit ihr euch in etwas verwandelt. Immer um die Ecken schauen. Man weiß, wo die sich überall verstecken. So, Clemen, das hört sich gut an, Butler. Sie funktioniert das. Ich überlege mir gerade was anderes. Oh, das ist jetzt natürlich sehr schlimm. Oder doch nicht. Oder doch? Ja, das ist schlimm.
Ja, da kann ich schlecht springen. Ja, es geht schon. Ich habe ein bisschen komisch. Das ist eine Kombination. Zumindest kann ich mich jetzt nicht umschauen. Muss ich ganz meinem Instinkt vertrauen? Wo ich war und wo nicht. Ja, ich habe das Puzzleteil gesehen, keine Sorge. Ich will nur erst die Noten hier sammeln. Beziehungsweise runterfallen. Und dann mal hier sammeln. Einen riesen Sprung machen. Und noch wieder nach oben zu laufen. Und zack. Ich bin so glücklich. Es soll angeblich 5 Schädel am Anfang gebraucht werden, um den ersten sauber machen zu lassen. Ich weiß genau, wo der letzte war. Jetzt aber erstmal lernen wir die Stampfattacke. Monokopfgranate. Es hört sich schon mal gut an und versuchen es einfach. Zack, es funktioniert. Es tut sicher weh. Bam. Da sind sogar Eier drin. Die Eier werden wir benötigen. Für den Kauz da in der Mitte. Da ist sogar ein Gegner drin gewesen. Schweine. 1 und 2. Ja, ihr merkt, ich spiele nicht so viel mit den Sets. Aber hier haben wir sogar den letzten Jinzo. Und glücklich sind wir alle. Putzesteil. Anscheinend war das immer so geplant. Was jetzt Putzesteil anbelangt, so. Du gut? Falscher Schuss. Falscher Button. Schuss Nummer 1. Schuss Nummer 2. Schuss Nummer 3. Aber den machen wir jetzt nicht fertig. Wir versuchen erst einmal auf ihn aufzuspringen. Wegen genau dem hier. Und daran habe ich mich erinnert. Weil wir gerade so schön Puzzleteile bis jetzt gesammelt haben. Jetzt haben wir gleich das nächste.